Figur der Fenja Xenopolo ist mir sehr ans Herz gewachsen im Lauf des Schreibens des Romans. Ich muss gestehen, dass ich am Anfang ihr keine große Rolle zugewiesen hatte. Ich dachte, ich brauche eine Figur, die den Auftrag gibt, also für das Projekt, um das es dann im weiteren Verlauf des Romans geht. Weil die Arbeitsebene ist immer eine andere als die Entscheidungsebene. Das ist ja auch in der Europäischen Kommission so, wie wahrscheinlich in allen Bürokratien. Und ich brauchte eine Erklärung dafür, warum der kleine Referent Martin Sussmann sich plötzlich mit all diesen Fragen auseinandersetzt, um die es dann im Weiteren geht. Und dazu brauchte ich eben die Fenja. Und ich habe auf einmal gespürt, dass in dieser Figur viel, viel mehr drinnen steckt als eine bloße Stichwortgeberin. Und vor allem ist mir klar geworden, dass sie eine Figur ist, bei der man auch zeigen kann, dass jeder, der nach Brüssel geht, um in, sozusagen am europäischen Projekt zu arbeiten, gleichzeitig eben auch sehr viel Vorgeschichte steckt, sehr viel sehr spezifische, mitgebrachte Kultur. Und sie als Griechin, es stellt sich dann heraus, dass sie gar keine ist, aber grundsätzlich als griechische Zypriotin, die sie eigentlich ist, ein ganz gehöriger Anteil an europäischer Geschichte seelisch verankert ist, den wir, wie viele andere europäische Anteile an der europäischen Geschichte, wir gar nicht mitreflektieren, wenn wir über Europa diskutieren.